Sommer in Berlin bedeutet für mich spazieren gehen, an den See fahren, Eis essen, Kaffee trinken und ja, schön, dass es losgeht jetzt so langsam. Fahrradfahren, das ist im Winter ein bisschen kurz gekommen, aber das wird jetzt fit gemacht und dann geht es wieder raus auf Tour und dann auch mit der Kleinen. Jo. Die Sonne? Ja, genau. die Sonne, das Licht, lange draußen zu sein. Richtig. Einfach alle im Park zu sitzen. Freundschaften auch draußen pflegen zu können. Ganz genau, richtig. Ah, gerade eben so wirklich auf Frühling und Blumen und Bäume blüten und ein bisschen blauer Himmel und wieder im Park und nicht mehr den ganzen Winter im Wohnzimmer überwintern müssen und einfach wieder raus können. Fahrrad. Vorgenommen habe ich mir viel baden zu gehen. Das ist doch was Tolles. Und weiterhin schön Rad zu fahren und immer auf Trab bleiben. Rentnerleben genießen, ganz wichtig. Ja, ja, so muss es sein. Ich kann Inlineskaten und Bouldern und Tischtennis spielen, das ist cool. Also wir haben tolle Klettertürme, wenn man auf Klettern steht, das ist so voll mein Ding. Ansonsten gibt es in Berlin, glaube ich, einfach alles. Die Hormone. Definitiv. Ja, viel besser drauf, wieder Lust, Dinge zu unternehmen. Genau. Vielleicht auch ja, Dinge anzugehen, auch anders wieder, sich weiterzuentwickeln auch. Total. Ja. Ja, Neugier wieder geht auf und man will wieder Sachen neu kennenlernen oder richtig, ja. Machen. Ja, aktiver einfach. Ja, auf jeden Fall Berlin kennenlernen, also in verschiedene Kieze gehen, nicht nur vielleicht das typische Touri-Programm machen, also auch ja, eintauchen in, unter die Berliner, in die Cafés gehen, an den See fahren, also sowas. Und einfach Berlin an sich genießen und nicht den Fehler machen, von einer U-Bahn zur nächsten zu hüpfen, würde ich sagen. Draußen sitzen, die Zeit an der frischen Luft zu verbringen und nicht in irgendeiner stickigen Bude. Ja. Ja, eigentlich hauptsächlich das die Energie, die man irgendwie wieder hat und die Lust rauszugehen. War im Winter nicht vorhanden. Nee. Hi, öfter anlächeln und auch die Leute in den Läden oder keine Ahnung, Restaurants, Gastronomien, die sind alle besser gelaunt. Du hast nicht diese Berliner Schnauze vor dir. Ja, ja, generell. Also erstmal sieht man mehr Leute draußen, ja, und fröhlichere Leute und die Straßen, ja, sind wieder belebter. Winterbelastung ist irgendwie weg. Meine beste Freundin, die kam schon zu mir und meinte, Louis, ich will einen Freund, ich will einen Freund. Und keine Ahnung, ich höre das ziemlich oft jetzt im Moment, ja, wenn es wieder warm wird. Die Leute haben Bock. Aber das ist genau dasselbe, wie wenn es kalt wird und auf einmal jeder einen Freund möchte, kauft ihr ein paar Handschuhe und im Sommer kauft ihr halt ein T-Shirt. Also